Sehr geehrte Damen und Herren, die Europagespräche des Instituts für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim pausieren jetzt für ein Jahr, das heißt im Wintersemester 1920 und im Sommersemester 20. Dennoch haben wir uns vorgenommen, Vorträge zu besonderen Anlässen zu veranstalten. Und dazu lade ich Sie herzlich ein. Der erste findet statt am 4. November 2019, ein Montag, und zwar in der Volksbank. Am Kennedy-Damm in Hildesheim wird sprechen Joachim Algemissen zum Thema Hans Tietmeyer, ein Leben für ein stabiles Deutschland und ein dynamisches Europa. Worum ging es? Vor allem um ein währungspolitisches, stabiles Deutschland und dynamisches Europa. Herr Algemissen stellt hier ein Buch vor, das aus einer Doktorarbeit erwachsen ist, das sehr prominent in einer Reihe von Kollegen Lars Feld an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Rahmen der Walter Eucken-Schriftenreihe erschienen ist. Und das wollen wir gemeinsam erleben und auch die Diskussion mit Herrn Algemissen über dieses Werk, eine Biografie und das Wirken im finanz- und währungspolitischen Bereich von Hans Tietmeyer. 4. November um 18.15 Uhr. In der Volksbank am Kennedy-Damm in Hildesheim. Alles sind herzlich eingeladen. Der Vortrag ist frei, öffentlich zugänglich und wir freuen uns auf Ihr Kommen.